Bündnis für Frieden in der Stadt Brandenburg, die 58. Mahnwache. Wie kam es dazu, dass ihr Mahnwachen abhaltet? Oder wie kam es dazu, dass ihr euch als Bündnis für Frieden gegründet habt? Ja, das ist jetzt mittlerweile schon über 2 Jahre her. Das hing auch zusammen mit der Verschärfung der Lage in der Ukraine, mit dem Einmarsch der russischen Truppen, wo wir gesagt haben, wir sind für Frieden, wir sind gegen Kriege überall weltweit. Und wir haben in den Jahren davor öfter uns in Versammlungen getroffen und diskutiert, haben aber dann gesagt, mit dieser verschärften Lage in der Ukraine, wir müssen jetzt raus auf die Marktplätze, und haben beschlossen, eben seitdem alle 14 Tage Mahnwachen zu machen. Wie gesagt, heute ist es schon die 58. Und wir werden das auch sicherlich noch so lange fortführen, solange die Lage eben, was den Frieden betrifft, so ernst auf der Welt ist. Ne? Und seid ihr aus der Bewegung Aufstehen hervorgegangen? Warum habt ihr euch umbenannt? Ja, weil wir festgestellt haben, dass der Begriff Aufstehen in der Bevölkerung noch gar nicht so angekommen ist. Beziehungsweise es war ja auch die gegründete Bewegung von Sarah Wagenknecht Aufstehen, die dann aber auch von den Medien für tot erklärt wurde. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon raufgehen und eben das Thema Frieden uns auf die Brust heften, dann passt einfach dazu der Begriff Bündnis für Frieden besser. Und wir haben auch festgestellt, dass das auch wie ein Magnet wirkt, weil viele Leute, die bei uns hier am Infotisch vorbeikommen, sind auch bereit, sich als Unterstützer einzutragen. Und wir haben jetzt, glaube ich, knapp 200 Leute aus Brandenburg und Umgebung, die uns praktisch unterstützen, auch manchmal mit Finanzen. Ne? Nun ist das die 58. Mahnwache, ein Jubiläum steht an. Ist da was Besonderes geplant? Ja, also du meinst jetzt sicherlich die 60. Das betrachten wir jetzt nicht so als großes Jubiläum. Wir haben da eher die 100. dann im Auge. Ne? Also Schwerpunkt sind bei den zurückliegenden Mahnwachen, das wird auch sicherlich bei den nächsten Mahnwachen der Fall sein, die Bürger oder mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, sie auch zu Unterschriften zu animieren gegen die geplante Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Das wird ein Schwerpunkt unserer nächsten Mahnwachen sein. Und das ist ja auch ein Thema, was man gegenwärtig versucht, auf der Landespolitik bei den Verhandlungen zwischen BSW und SPD dort auch in den Koalitionsvertrag mit reinzubringen. Auch wenn immer gesagt wird, das ist ein Bundesthema und da haben sich die Länder rauszuhalten. Ne? Wenn ein Ministerpräsident Woidke einen Amtseid leistet, in dem so sinngemäß gesagt wird, er will auch Schaden von den Brandenburgern fernhalten, dann gehört auch dafür, dass er sich gegen Krieg stark macht. Ne? Du hast die Stationierung der amerikanischen neuen Raketen angesprochen. Jetzt hatten wir aktuell in Amerika die Wahl und wieder wird der Donald Trump der Präsident der USA sein. Er hat in seinen Wahlkundgebungen versprochen, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Dass das nur eine Wahlaussage ist, das wissen wir sicherlich alle. Aber was erwartest du dir von dem neuen Präsident Trump? Ja, aus meiner Sicht ist er unberechenbar. Und es wäre jetzt abzuwarten, inwieweit er jetzt sein Versprechen, den Krieg, es war ja sogar gesagt, innerhalb von 24 Stunden zu beenden, das wollen wir mal nicht auf die Goldwaage legen. Es wäre schon schön, wenn er den innerhalb von 4 Wochen beenden kann. Und er bringt ja das auch zum Ausdruck. Er möchte seine materielle und finanzielle Unterstützung gegenüber der Ukraine kürzen oder einstellen und Europa mehr in die Pflicht nehmen. Und das hat wahrscheinlich auch unsere Bundesregierung erkannt, dass eben jetzt hier eine andere Zeitenwende wieder eintritt, ne, um ja mit den Worten des Bundeskanzlers zu reden. Aber ich bin der Meinung, wenn Amerika sich zurückzieht, America first, wie er immer sagt, ne, dann sollten wir uns auch bewusst sein, dass wir uns mehr Gedanken machen um Europa. Und zu Europa gehört auch Russland. Und das sollte uns eigentlich bewusst sein, dass zwischen Europa und Amerika erstmal der große Ozean liegt. Russland ist uns geografisch viel näher und wir sollten alle Möglichkeiten unternehmen, um auch mit Russland wieder in ganz normale Beziehungen zu kommen. Wirtschaftlich, politisch, menschlich und auch eben, was die Sicherheit betrifft. Eine Sicherheitsstruktur in Deutschland, in Europa unter Einbeziehung von Russland. Ne? Dankeschön.